Hallo Freunde, herzlich willkommen zu unserem Let's Play Nechim. Wir waren letztens im Sanktum angelangt und hatten hier Olle Erzmagierin Vanmiria erzählt, was so los war, als wir in den Schrein eingestiegen sind. Ne? Erinnert ihr euch? Ja, ich denke, ihr erinnert euch alle, denn die Folge wird ja sicherlich gerade heute, gestern, keine Ahnung, rausgekommen sein. Und sie hat uns gesagt, wir dürfen uns endlich unser Sternzeichen aussuchen. Und ach, Menno, freue ich mich darauf, dass das jetzt nun endlich mal passieren wird. So, hier ist ein... Na, wer bist du denn? Muram! Muram, was machst du hier? Ich will keinen Ärger. Du willst keinen Ärger und redest deshalb nicht mit uns. Hier ist unsere sichere Truhe, ganz genau. Und da wollen wir mal ein paar Sachen ablegen, die wir nicht mehr brauchen. Zum Beispiel, ach, wir wollten ja auch gleich ein bisschen was verkaufen. Ah, wir könnten ja erstmal die schlechte Axt des blutigen Blutfürsten wegpacken. Den Silberbogen behalten wir, den Funkenbogen werden wir auch verkaufen. Die Mithrilstiefel und so weiter natürlich auch. Den Berserkerhelm. Haben wir den denn überhaupt gerade, hier so, was haben wir denn? Uff, den Rottenhelm, ne? Der gefällt uns ja auch viel besser als der Berserkerhelm. Den könnten wir auch verkaufen. Behalten wir mal kurz und warten mal darauf, dass wir hier so einen Händler finden, der uns, Haus der Magier vielleicht hier, der uns so ein bisschen, ja, Zeug abkauft in der, die Magielehre in den Hallen des Sanktums ist ganz, ganz toll. Vielleicht gibt es hier ja Händler, die uns, ein wenig, ja, erleichtern. Hallo, möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Das nicht unbedingt, wir würden ganz gerne, handeln. Kein Problem. Ah, kein Problem. Das war eine andere Stimme, oder? Sei's drum. Wir würden gerne verkaufen, was du nicht haben willst. Sehr schade. Aber wir merken uns, dass wir dort unsere Fähigkeiten verbessern können. Was ist mit Tanria? Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Auch. Aber vor allem würden wir uns ganz gerne... Kein Problem. ...ein wenig hier erleichtern mit Waffen. Und willst du auch nicht? Also, nun habt euch doch nicht so. Das ist ja hier, ein Getue. Wir wollen doch nur unser Zeug verkaufen. So, du willst nicht. Wer bist denn du hier? Templer? Den brauchen wir nicht. Wer bist du? Ja, was gibt es? Hi Melvin. Gut, dem können wir auch erstmal nichts andrehen. Vielleicht ja ein wenig weiter oben. Huch, ist ja größer, als es von draußen aussieht, ne? Ah, Retorten des Lehrlings. Destillierkolben des Lehrlings. Sehr, sehr schön. Gut zu wissen. Oria. Oh, dieses Nordreich. Da gibt man diesen behaarten Wilden ein paar Freiheiten und sie verschlingen deinen ganzen Arm. Naja, also so schlimm ist ja nun auch nicht hier mit uns, ne? Also, naja, gut. Dann eben nicht. Ja, irgendwo gibt es doch hier sicherlich einen Händler. Holztür, Durchschnitt. Oh, hier könnten wir uns ein wenig im Fertigkeitsdingens verbessern. Machen wir das einfach mal. Keine Tür ist sicher vor Silvo, dem Meisterschlösserknacker, wie ihr hier seht. Haha, das war überhaupt kein Problem. Könnten wir ja eigentlich auch mal kurz in die Truhe gucken. 10 Gold. Na, an denen werden wir uns hier nicht strafbar machen. Was ist denn im Schrank drin? Auch nichts. Was ist denn hier in der Truhe? Ein brauner Becher. Ein schwach leuchtender Emerald. Ich würde mal sagen, den nehmen wir mit. Lebenstrank ranzig. Naja, Schubladen, was ist denn da? Pinsel. Naja. Rolle des Feuerschlags ist einigermaßen wertvoll. Aber ansonsten hier ja eher nicht so Zeug, was einen interessiert. Dann knacken wir mal jene Tür hier. Oh, da zuckt's mir in den Fingern. So, und mittlerweile kriege ich das sogar hin mit nebenbei Quatschen. So, geknackt und dann mal fix reingeschlichen. Hoffentlich, oh, ein Apfel. In Gothic wäre der jetzt sehr, sehr viel wert. Hier leider nur mäßig. Feuerschildtrank, Frostöle, dann war hier ein Eisendolch. Naja, so richtig, richtig Lohn tut sich das alles hier nicht, ne? Weintrauben, löse deine Qual. Ah, das ist ja ein sehr interessantes Buch. Steht nicht allzu viel drin. Tja, wie man Qualen löst, weiß man ja sowieso seltenst aus Büchern. So, den Branntwein würde ich eigentlich ganz gern mitnehmen, weil ich auf Branntwein stehe. Wir lassen ihn trotzdem dort und gucken mal, was hier in dieser Holztür ist. Ach, hier ist Loran. Hallo Loran.
Ich will keinen Ärger. Du willst keinen Ärger, wir wollen keinen Ärger machen. Und Mann, wie böse die Leute immer gucken, wenn sie irgendwie... Sieht der uns hier gerade? Der liest doch gerade. Naja, gut, er scheint uns doch zu sehen. Dann, dann würde ich mal sagen, finden wir hier in diesem Hause scheinbar nichts, Käufer unserer Sachen. Dann machen wir halt einfach so, dass wir die Dinge einfach mal in unsere sichere Truhe legen. Obwohl, vielleicht können wir ihn hier noch was anhauen. Hallo. Hier. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Er ist ja irgendwie hier immer so ein bisschen am... Nee, er möchte gar keine Sachen haben, weil er ja so ein bisschen hier am Trainieren ist. Dachte ich, ihm könnten wir unsere Sachen geben. Ich will keinen Ärger. Muram will keinen Ärger. Den hatten wir schon. Alles klar. Dann packen wir mal hier einfach, um ein bisschen leichter zu werden, den Berserkerhelm noch weg. Die Mithrilstiefel auch. Die haben wir ja nicht an. Die Destillierkolben des Gesellen ist immer besser als der des Lehrlings. Das ist alles eigentlich ganz fein, wie wir das hier haben. Was ist denn hier drin? Der Stahlbogen. Funkenbogen könnten wir rausheben. Ist eigentlich nicht so wertvoll. So, was können wir noch machen? Hier mal raufhauen könnten wir. Da hab ich Lust drauf. Okay, gut. Genug gehauen. Dann würde ich mal sagen, ist es an der Zeit, dass wir... Die Fackel ist ausgegangen? Na gut. Ist es an der Zeit, dass wir... hier mal warten auf unsere... Sterndeutung? Keine Ahnung. 10 Stunden warten müsste reichen. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Das würde mich super doll ärgern. Spiel, denk dran, stürzt nicht ab. Wenn du abstürzt, ey, dann kriege ich einen Hals. Das lobst du ja nicht. Wehe. Und. Es ist nicht abgestürzt. Gutes Spiel. Braves Spiel. So. Man fragt sich natürlich jetzt zu Recht... Wo ist der Mann, der uns die Sterne deuten wollte hier? Ich habe um Mitternacht bei der Sternwarte mit Mersul. Ist das hier nicht die Sternwarte? Wo haben wir denn? Arcanes Sanctum Haus. Haus der Templer? Oh, da können wir vielleicht was verkaufen. Haus des Schattenrats. Also ihr hättet jetzt ja als Sternwarte eigentlich gesehen. Ist denn die Quest gerade aktiv? Ja, ihr seht, das war eine fremde Sprache. Ich hätte gedacht, das wäre hier die Sternwarte. Vielleicht müssen wir noch einen kleinen Moment auf Mersul warten. Oder ist das eventuell Mersul, der hier im Kreise läuft? Könnte er es eventuell sein? Bist du Mersul? Du bist die Erzmagierin. Na toll. Was machst du jetzt? Du stellst dich dahin. Der Magie zu Ehren. Ich grüße euch. Grüße zurück. Wir suchen Mersul. Können wir dir eigentlich Waffen verkaufen? Nee. Was können wir denn hier eigentlich für Zauber bei dir lernen? Wo war jetzt gerade mal... Blitzheilung. 22 Punkte. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Aber um Magie kümmern wir uns gleich. Na gut. Dann müssen wir noch so ein bisschen weiter jetzt hier mal so gucken. Wo dieser, Mersul hieß er, ne? Der Mann, der uns ja auch am Anfang hier verarscht hat. Ach, da kommt er, oder? Ich sehe doch, dass du... Ja, Mersul. Na gut, dann werden wir uns mal jetzt hier... die laufen ja nur in Begleitung. Ja, Mersul, ein sehr wichtiger Mann. Ah, ne, der Templer biegt ab. Mersul, doch nicht wichtig. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir uns aus den Sternen lesen. Ne, Mersul? Sehr gut, da seid ihr ja. Pünktlichkeit scheint zu euren Tugenden zu gehören. Wenn du wüsstest. Vanmiria erzählte mir von eurem sonderbaren Erlebnis am Schrein. Nun, wenngleich ich mir nicht erklären kann, warum dies aufgetreten ist, kann ich mir doch nicht vorstellen, dass es etwas Gefährliches bedeutet. Ihr solltet euch nicht zu viele Gedanken darüber machen. Oh oh. Nun denn, bevor wir beginnen, muss ich wissen, unter welchem Sternzeichen ihr geboren wurdet. Na dann, endlich hier. Paladin, Krieger, Magier, Schurke. Der Paladin, diese Lichtkrieger können den Siegen der Iliad erbitten, wodurch diese uralten Wesen sie mit ihrer Lichtgestalt, mit einer Lichtgestalt erfüllen, die Lebensenergie wiederherstellt, Schaden reflektiert und Widerstände erhöht. Sie besitzen auch den Zauber Handauflegen, der den Paladin ohne Mana-Kosten vollständig von allen Verletzungen heilt, dafür aber das gesamte Mana für mehrere Sekunden entzieht. Klingt gar nicht schlecht, vor allem weil... Lebensenergie wiederherstellen, Schaden reflektieren und Widerstände erhöhen eigentlich eine gute Sache ist.
Der Krieger ist ein gefährlicher Kämpfer. Er kann die Eigenschaft Steinhaut annehmen, welche für kurze Zeit erlittenen Schaden auf den Verursacher zurückprallen lässt. Oh, das klingt auch gut. Er kann außerdem in Raserei verfallen, die kurzfristig Stärke und Geschicklichkeit stark erhöht, aber Intelligenz entzieht und ihn anfällig macht. Zuzüglich verfügt er über zwei verschiedene Kampfhaltungen für Angriff und Verteidigung. Der Magier ist der Meister der Magie. Er besitzt die Fähigkeit, arkane Essenzen zu beschwören, die sofort Mana regenerieren. Außerdem kann er Spektralverschiebung wirken, welche die arkanen Phasen verschiebt und ihn somit ermöglicht, Feinde durch Wände hindurch zu sehen, Zauber zu absorbieren und Mana zu regenerieren. Er verfügt über zwei Haltungen, die Magier-Sturmhaltung und die Disziplinhaltung. Der Schurke ist ein heimtückischer Genosse. Er kann Geistesgestalt wirken, die ihn leicht verborgen macht, die Fähigkeit Schaden stark erhöht und Ausdauer regeneriert. Ja, so reden ungefähr Genossen. Leicht verborgen, schleichen, Ausdauer regenerieren. Ja, außerdem besitzt er mit dem Giftzauber Herzen platzen lassen. Oh, die 7 Punkte Herz-Akupressur, Explosionstechnik oder wie auch immer. Eine Angriffsmöglichkeit, die gleich starke oder schwächere Gegner an Ort und Stelle tötet. Die Herzen platzen lassen Angriffsmöglichkeit finde ich ja mal ziemlich geil. Also ich persönlich tendiere zwischen Baladin und Schurke. Jetzt würde ich ja euch am liebsten fragen, was ihr so meint. Aber ich glaube, wir finden allesamt Kill Bill verdammt geil. Deshalb wäre die Herzen platzen lassen Angriffsmöglichkeit eigentlich schon mal eine relativ nice Sache. Außerdem finde ich halt die Fähigkeit, Schleichen stark zu erhöhen und Ausdauer regenerieren auch nicht schlecht. Aber andererseits hier uralte Wesen mit einer Lichtgestalt zu erfüllen, also uns mit einer Lichtgestalt zu erfüllen, auch irgendwie geil. Außerdem vollständig heilen könnte auch mal ganz gut sein, ne? Na gut, wir machen das ja so. Wir machen einfach Ene, Mene, Murkel, wer frisst und so weiter und dann wissen wir, was wir wollen. Also, Ene, Mene, Murkel, wer frisst Popel, süß und saftig, eine Mark und 80, eine Mark und 10 und du kannst gehen. Huh, das heißt, das Ding geht, dann würde ich mal sagen, lassen wir die Herzen einfach mal platzen. Obwohl, du kannst gehen, heißt ja eigentlich, dass du rausfallen musst, ne? Ah, verdammt, jetzt haben wir uns vorher nicht drauf geeinigt. Ah, pass auf, wir machen das so. Ich habe hier einen Kronkorken. Müsst ihr mir einfach mal glauben, weil das Problem ist jetzt, du kannst gehen, könnte ja bedeuten so von wegen, du bist es nicht. Und das haben wir jetzt vorher nicht festgestellt. Deshalb, na gut, um den echten Zufall hier entscheiden zu lassen, nehmen wir den Bitburger Kronkorken hier in meiner Hand. Wenn Bitburger oben steht, werden wir einfach Schurke. Und wenn die Krone selbst quasi ihre Zacken nach oben zeigt, dann sind wir Paladin. Also, ich schnipp's mal. Aha, Krone oben. Na gut, dann doch der Paladin, sei's drum. Wir wollen Paladin sein, ist ja auch egal. Obwohl ich Herzen ja gerne platzen lassen würde. Ach, bin ich unentschlossen. Aber mal ganz ehrlich, meistens legen wir sowieso mit Gegner an, die stärker sind als wir. Ganz einfach, weil wir richtig dicke Eier in der Hose haben. Also, Paladin. Das ist äußerst interessant. Nun, die Sterne stehen gut diese Nacht. Lasst uns einen Blick riskieren. Ja, sieht ganz nett aus da oben. Mit der Säule gerade auch im Bild so. Ja, ja. Ich habe das Firmament über Jahrhunderte hinweg beobachtet. Es hat sich in den letzten Jahren verändert. Viel hat sich verändert in letzter Zeit. Wir leben zweifelsohne in einem sehr unsicheren Zeitalter. Dinge nehmen ihren Lauf. Die Weltfäden verlieren an Stärke, was den Süden dieses Landes verändert hat. Auf beunruhigende Weise. Die Natur, die Landschaft, die Lebewesen dort verändern sich und nehmen magische Konturen an. Das liegt daran, dass das Gefüge der Welt an Stärke verliert und arkane Energien darin eindringen. Auch das Firmament nimmt seltsame Formen an. Formen, die einen großen Umbruch bedeuten. Genauer genommen sind es Formen, die zuletzt vor 1000 Jahren über diesem Land standen. Zu dem Zeitpunkt, als der Befreiungsschlag der Menschen gegen die Göttlichen, gegen die falschen Götter begann und ich den Orden gründete. Vor 1000 Jahren. Bevor ich damit fortfahre, euch zu erklären, wofür der Orden kämpft, möchte ich euch etwas fragen. Glaubt ihr an das Schicksal? Tja, Schicksal, ja, vielleicht, ja. War das Schicksal, dass du uns das jetzt hier gefragt hast? Also ich persönlich würde ja sagen, ja, wir glauben an das Schicksal, oder? Ja, doch, ja. Obwohl, naja. Ach, weißt du, ja, wir sind Deterministen. Wir glauben an das Schicksal. Das ist alles so, wie es vorher bestimmt ist. Aha, dann habt ihr vielleicht auch schon etwas von der Vorherbestimmung des Thel Imhaltat gehört, des Schattengottes.
Erzählt uns mehr. Der Telimaltat ist das aus Schatten geborene Gegenstück zu jener Macht, welche die Menschen gemeinhin als Schöpfer bezeichnen. Der gemeine Mann von der Straße glaubt an den Schöpfer sowie die sechs Götter. Daran ist erst einmal nichts Falsches, denn, das lasst euch gesagt sein, diese Kräfte existieren wirklich. Die Götter gibt es nicht nur in der Vorstellung der Menschen und den Worten der Priester, sondern auch in der Wirklichkeit. Doch gleichzeitig werden sie verehrt. Und hier beginnt das Problem. Denn weder sind die Götter im tatsächlichen Wortsinn göttlich, noch hat der Schöpfer irgendetwas geschaffen. Unsere Welt war schon vor den Göttern da, und dennoch beherrschen sie sowohl die Länder als auch die Menschen darin. Aha. Was ich euch nun sage, ist die fundamentale Wahrheit, auf die sich der Orden stützt. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Sie sind nicht unsterblich und können keine Wunder vollbringen. Sie sind wie ihr und ich, nur in größerem Umfang mit der Gabe gesegnet als jeder andere. Doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen, meint ihr nicht auch? Es ist eine ungerechte Aristokratie, die Bevorteilung einer kleinen Gruppe Bessergestellter, die eigentlich keinerlei Recht darauf hat, die Menschen zu regieren. Der Orden kämpft dafür, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet und die Herrschaft der Welt in die Hände derer gelegt wird, die sie bewohnen, in die der Menschen. Klingt gut. Das klingt gut. Und ihr wollt also die Götter, wollt ihr die entthronen, ja, wollt ihr sie oder wie? Genau das wollen wir. Und dazu müssen wir versuchen, Narazul Arantheal, den Mann auf dem Schrein, wiederzufinden. Denn er kann es schaffen, zum Schattengott zu werden, zum Gegenstück des obersten Lichtgeborenen, und kann die Götter damit besiegen. Merkt euch das. Nur der Telimaltat, der Schattengott, hat die Macht, den Orden zum Sieg zu führen. Und sein Kommen steht in der sogenannten Vorherbestimmung geschrieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich erhebt. Narazul Arantheal wird es sein. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Ja, wenn du nicht so ewig lange reden würdest, dann würde ich dich ja auch mehr fragen. Aber, wir müssen ja schon ein bisschen was über die Hintergründe erfahren. Erzähl mal was über die abtrünnigen... Über die abtrünnigen Magier. Wenn ihr hier im Mittelreich auf Magier trefft, die euch attackieren, dann sind dies die Angehörigen eines Verbandes, der früher Etrona hieß und seinen Sitz in Erotin hatte. Der Kanzler Baratheon vertrieb sie von dort, in seinen Bestrebungen, die Magie zu verbieten. Und seitdem sind sie Feinde von jedem, der nicht zu ihnen gehört. Okay, und die Eterna? Die Eterna sind ein magisch begabtes Volk, das hier in Nerim lebt. Allerdings sind sie eine klare Minderheit. Meist werden sie unterdrückt und verachtet, denn im Gegensatz zu den Menschen können sämtliche Eterna Magie wirken. Und das macht sie zum gefundenen Fressen eines bösartigen Neides, den beinahe alle Menschen entwickeln. Den Eterna werden Verbrechen angehängt, die sie nicht begangen haben, und ihnen werden Arbeiten verweigert, die jeder Mensch ausführen darf. Ihnen ist es sogar verboten, auf öffentlichen Märkten einzukaufen. Aber beleidigt sie niemals, denn sie sind trotz allem ein stolzes Volk. Sobald Narazul Arantheal, unser Anführer und selbst ein Eterna, wieder zurückkehrt, werden die Eterna sich erheben und für seine Sache und ihre eigene Freiheit kämpfen. Dann werden die Menschen sie fürchten. Ihr könnt einen Eterna an den langen Ohren und den glänzenden Augen erkennen. Wenn ihr einen findet jedenfalls, denn sie leben zurückgezogen und kommen nur selten hervor. Ja, wie die Ratten, diese ekligen Eterna. So, Baratheon. Zusammen mit mir und Narazul Arantheal wollten wir der Herrschaft der Lichtgeborenen ein Ende setzen. Doch wir waren naiv und kamen nicht weit. Unser Führer Arantheal wurde von den Lichtgeborenen in Ketten gelegt. Und von da an verfolgte Baratheon nur noch seine eigenen Ziele. Schon bald wurde er der Kanzler über Nerim, verleibte sich das Nordreich ein und begann, den Orden und mich, seinen früheren Weggenossen, mit allerlei wirren Gesetzen und Beschlüssen handlungsunfähig zu machen. Er will nichts mehr wissen von unseren Zielen. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste dürfte aber sein, dass wir hier im Sanktum Magie nutzen. Magie gibt dem Ausführenden Macht, die andere nicht haben. Sie ist mysteriös und geheimnisvoll. Das erzeugt Furcht. Und Furcht erzeugt Hass. Zwar beherrscht Baratheon Magie, aber er will nicht dulden, dass dies auch jemand außerhalb seiner Reihen vermag. Er ist ein sehr mächtiger Magier
Und deshalb können wir ihn nicht einfach entmachten, um selbst freie Bahn zu haben. Wenn der Orden aber weiterhin existieren soll, müssen wir bald etwas unternehmen. Aha, interessant. Also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sind die alle jetzt hier 1000 Jahre alt oder was? Okay, auch auf die Gefahr hin, dass es... Ach Mann, ey. Warum kann man das nicht selber lesen? Ich kann ja schneller vorlesen, als der Typ reden kann. Naja, Kabet oder Kabaet. So lautet der Name der großen Nordstadt. Sie ist der Sitz von Taranor, eben jenem Manne, der dem Kanzler Baratheon die kalte Schulter gezeigt und sich und sein Reich für unabhängig erklärt hat. Seitdem steht die Stadt unter Belagerung und das gesamte Reich ist verwüstet. Wir vom Orden können leider nicht eingreifen, weil dies außerhalb unserer Möglichkeiten liegt und den Kanzler nur unnötig auf uns aufmerksam machen würde. Ja, interessant. Das Sanktum der Orden, die lichtgeborene magische Kontamination. In einem Teil des Südreiches hat sich vor kurzem eine magische Instabilität entladen und damit einen ganzen Landstrich verseucht. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Magiegefüge unseres Landes langsam aber sicher aus den Fugen gerät. Genaueres wissen wir leider nicht. Das ganze Südreich ist vom Tempel abgeriegelt und das wird sich so bald auch nicht ändern. Ich rate euch nur, dieser Gegend fernzubleiben. Nicht nur wegen der Soldaten des Tempels, sondern wegen dem, was diese Kontamination verursacht haben kann. Tja, dann lebt erstmal wohl. Nun wisst ihr alles. Ich ziehe mich jetzt zurück in mein Arbeitszimmer. Ihr könnt in der Zwischenzeit mit eurer Ausbildung beginnen. General Akorias, der Schwertarm des Ordens, wird euch mit einigen Aufgaben betrauen. Ihr könnt dabei helfen, die Begabten zu finden, die nicht in der Schattenrufmine erschienen sind. Das Treffen dort war ein Desaster. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht mehr als einen Schüler zu haben. Zudem sollten wir besser alle Spuren verwischen, die wir hinterlassen haben.